Kurz nach sechs. Die halbe Nacht hat geregnet, ey. Windig ohne Ende. Und man hört ja den Regen die Dachrinne runterkommen. Das heißt, die halbe Nacht war ich wach, ey. Furchtbar, Mann. Dieser verfluchte Wind. Also man konnte schon kurz vor sieben. Ich mache hier immer zu Hause, während ich den Kaffee trinke, den Wettercheck. Ja, trotzdem haben wir es jetzt schon 5:07 und ich muss natürlich durch den Stau. Das heißt, das Navigationsgerät sagt 41 Minuten, aber naja, dann wäre ich um 20 vor 8 da. Das reicht dicke. Ja, schön, dass heute der erste Flug erst um 9 ist und nicht um 8. Nicht, dass ich jetzt unbedingt viel länger geschlafen hätte, aber dennoch. So, 5 Flüge stehen dort an und von den 5 sind 3 oder 4 die langen Touren. Ey, die langen Touren, die sollen normalerweise 1 Stunde dauern. Ich bin gestern jede lange Tour, die ich geflogen bin, 2 Stück, immer 1.1 geflogen. Ich weiß nicht, wie man die kürzer fliegen kann. Was ist das denn? Also das Angenehme ist ja, dass es tatsächlich nachts nicht kälter wird als 21 Grad, auch wenn es regnet oder stürmt oder sonst was. So, jetzt haben wir schon 22 Grad, die Temperatur wird langsam wärmer. Also ab 7 Uhr wird es dann natürlich langsam wärmer, wegen der Sonne auch. Und dann wird es tagsüber trotzdem dann immer 27, 28 Grad. Recht schwül. Ja. Aber da gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Also die Klimaanlage, die brauche ich jetzt nicht mehr. Als ich herkam zu Beginn, da habe ich die immer laufen gehabt. Aber naja, Fenster auf, das passt schon. Hoffentlich gibt es heute wenigstens ein bisschen Trinkgeld, ey. So, der wollte mich gerade mal wieder durch die Puster schicken, aber es hat letztes Mal da genau gar nichts gebracht. Bin ich mal gespannt. Da ist aber jetzt hochgesprungen, 5 Minuten. Ankunftszeit. Nicht mehr 20 vor 8, sondern 7:45. Aber das letzte Mal hat sich das dann auch jeweils immer wieder verlängert. Auf der Umgehungsstraße sozusagen. Bin ich mal gespannt. Ich soll jetzt 27 Minuten im Stau stehen. So, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, hier auf der Autobahn geblieben zu sein. Jetzt regnet es ohne Ende. Das ist so ein beschissenes Wetter. Kaum zu glauben. Ey. Also manchmal macht der Laden mich hier ja ein bisschen wahnsinnig, ne? Komme ich zurück vom ersten Flug, ein bisschen später. Weil der Tower mich halt aufgehalten hat. Ja, komm, nächster, los geht's. Du musst das Passenger Briefing jetzt nicht im Helikopter halten, sondern vorher vorm Helikopter, was zero Sinn ergibt. Ja. Und weil das spart einfach keine Zeit. Die sollen ja einfach früher beladen. Und dann konnte ich keinen Wettercheck machen. Fliege ich los auf die andere Seite, totaler Regen. Nichts geht, ich sehe nichts, muss ich zurückfliegen. Konnte die Tour nicht beenden, musste einfach genau wieder zurückfliegen. Ey, habe ich super aufgeregt, weil das hier so ein neues Ding ist. Hier der Koji, der ist jetzt neuerdings hier irgendwie der Supervisor und der macht hier irgendwelche komischen neuen Regeln. Da bin ich null mit einverstanden und ja, nachher, das werde ich auch in meinem Safety Report erwähnen müssen. Und dann habe ich den gerade auch ein bisschen angefuckt. So, und er meinte jetzt, wenn und dann kam mir natürlich den ganzen Tour-Helikoptern entgegen, weil das nur so eine kleine Regenzelle ist, wo man nichts sehen kann. Und dann auf dem Weg zurück, weißt du, kamen mir die ganzen anderen Tour-Helikopter entgegen, von was weiß ich was für Companies. Und dann war natürlich das Wetter wieder gut, aber ich konnte nicht mehr umdrehen, weil ich nicht genug Fuel hatte. Musste die ganze Tour canceln und jetzt weißt du, was ich was. Jetzt geht's auf die neue, auf die nächste. Rech ich mir alles auf. So, das war's. Wir haben 5:15. 20 Dollar Trinkgeld. Aber Nachricht? Oh Mann. Oh Mann, sowas habe ich auch nicht gehört. You're so funny. You did a great job. I love you, Maddie. Ich glaube, das war die gut aussehende Blonde. Naja, auf jeden Fall, ja, muss ich jetzt gleich irgendwie einen Safety Report schreiben, weil ich ja heute abgewichen bin von der Route, weil ich ja zurückgeflogen bin. Und dann kamen mir die ganzen Tour Helikopter entgegen, das heißt, ich musste auch tiefer fliegen als normalerweise erlaubt. Aber ich habe schon mit Noah gesprochen, alles easy. Aber jetzt muss ich schon wieder so einen blöden Safety Report schreiben, ey. So, es geht nach Hause um halb. Ey, was? 20 nach 5?
brauche 42 Minuten nach Hause. Boah. Ey, dann bin ich nach 6 zu Hause, seid ihr auch noch nicht. So, 40 Dollar Trinkgeld, 2x20 gab es heute, fantastisch. Aber der letzte Flug, der war so cool, und zwar gab es einen Regenbogen. Der Flug war komischerweise 1,2 Stunden. Ein Regenbogen, die ganze Zeit hat uns dieser Regenbogen verfolgt, weil es die ganze Zeit irgendwie neben uns geregnet hat. Das war der absolute Mega-Wahnsinn. Und der Regenbogen, das war eine volle Sichel und der war super strong, stark. Und die Typen haben noch nicht mal das Trinkgeld gegeben. So, ja, der Regenbogen ist immer noch zum Teil da. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber geil. Die haben geile Fotos gemacht, unglaublich. Ich bin wieder zu Hause. Die fast rote Tomate schon wieder weggefressen. Verdammt nochmal. Ich habe ja bei Amazon jetzt so ein Netz bestellt. Da kann man die so eintüten. Aber für die drei ersten ist es zu spät. Hier sind noch 1, 2, 3, 4 dran. 5. Und hier sind noch 5 dran. Das Paket kommt erst in 3-4 Tagen. Gott. Aber die Sonnenblumen scheinen gut anzugehen. Ich kriege direkt extra Blatt. Und ja, das extra Blatt, das ist innerhalb von eineinhalb Tagen jetzt gewachsen. Und die haben auch schon extra Blatt bekommen, aber das wächst nicht so schnell. Das werden auf jeden Fall große Sonnenblumen. Wenn die imstande sind, sich durch das zusätzliche Erdreich unter der Gartenerde, die ich da in das Loch getan habe, wenn sie da irgendwie durchkommen, dann wird das was. Aber hier diese Ananas, die sind sehr enttäuschend. Da tut sich echt nichts. Da sollte normalerweise jetzt hier sowas kommen. Kommt gar nichts. Sehr enttäuschend. Oh, jetzt haben wir schon 20 vor 9. Da habe ich keine Lust dazu essen. Joghurt habe ich mir reingezogen und noch ein Madeleine und das war's. So, jetzt gehe ich duschen und ab ins Bett. Morgen erster Flug 9 Uhr, Schedule ist raus. 5 Flüge stehen morgen an, über den ganzen Tag verteilt. Cody hat morgen 3 und dann habe ich auch nicht mehr die Nummer 1. Und dann am Mittwoch fliege ich dann mit dem Markus und dann muss ich gucken, was am Donnerstag läuft. Ob ich einen extra Tag habe oder nicht? Keine Ahnung.